Ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf im Mitternachtsruf, freue mich über die Verbindung, über all die Jahre, freue mich über den gleichen Herzschlag, den wir haben in Bezug auf die Ereignisse, die sich momentan abspielen und auch diese bewegenden Berichte, die wir gehört haben. Und wie schön ist es, dass wir in dieser Zeit mit all ihren Wirren, mit all ihren Entwicklungen unseren Blick auf den unvergleichlichen Gott richten dürfen. Und ich lese dazu Jesaja Kapitel 46. Jesaja Kapitel 46, ein Kapitel, das nicht so bekannt ist. Und bei den ersten Versen, da stutzt man vielleicht, wie dieses Kapitel beginnt, aber wir werden das dann alles in der Predigt miteinander anschauen. Jesaja 46. Bel krümmt sich, Nebo ist zusammengebrochen. Ihre Bilder sind den Tieren und dem Vieh aufgeladen, eure Prozessionsbilder sind ihnen zur schweren Last geworden. Eine Bürde für das erschöpfte Vieh. Sie sind miteinander zusammengebrochen und niedergesunken und konnten die Last nicht retten. Sie selbst mussten in die Gefangenschaft gehen. Hör auf mich oder hört auf mich, o Haus Jakob und der ganze Überrest vom Haus Israel, ihr, die ihr von Mutterleib an mir aufgeladen, von Geburt an von mir getragen worden seid. Bis in euer Greisenalter bin ich derselbe und bis zu eurem Ergrauen will ich euch tragen. Ich habe es getan und ich will es auch fernerhin euch heben, tragen und erretten. Wem wollt ihr mich nachbilden und vergleichen und wem mich ähnlich machen, dass wir uns gleichen sollten? Da schütteln sie Gold aus dem Beutel und wiegen Silber mit der Waage ab. Sie bezahlen einen Goldschmied, damit er ihnen daraus einen Gott macht, vor dem sie niederfallen, ja, den sie anbeten. Sie nehmen ihn auf die Schulter, tragen ihn und stellen ihn an seinen Ort. Da steht er und rührt sich nicht von der Stelle. Ja, man schreit zu ihm, aber er antwortet nicht. Er rettet niemand aus seiner Not. Bedenkt das und erweist euch als Männer und nehmt es euch zu Herzen, ihr Übertreter. Gedenkt an die Anfänge von der Urzeit her, dass ich Gott bin und keiner sonst, ein Gott, dem keiner zu vergleichen ist. Ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen. Und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Ich berufe von Osten her einen Adler und aus fernen Ländern den Mann meines Ratschlusses. Ja, ich habe es gesagt, ich führe es auch herbei. Ich habe es geplant und ich vollbringe es auch. Hört mir zu, die ihr ein stolzes Herz habt und fern von der Gerechtigkeit seid. Ich habe meine Gerechtigkeit nahegebracht. Sie ist nicht fern und meine Rettung lässt nicht auf sich warten. Ich will in Zion Rettung geben und für Israel meine Herrlichkeit. Soweit dieses Kapitel. Am 22. März 1528 erreichte die Reformation den kleinen Ort Elm in Zernftal im Kanton Glarus. Und es wird erzählt, dass damals die Einwohner von Elm nicht so richtig wussten, wie sollen sie mit dem neuen Glauben umgehen, von dem sie gehört haben. Bisher waren sie in die Kirche gegangen, haben sich niedergekniet, vor den heiligen Bildern gebetet und jetzt hören sie, dass das alles nicht nötig ist, dass das Wort Gottes genügt. Und es wird erzählt, wie die Elmer dann auf eine Idee gekommen sind. Sie haben die heiligen Bilder in der Kirche genommen, haben sie in das nahe Bachbett getragen, haben sie hineingeworfen und haben gesagt, wenn das wirklich Heilige sind, die helfen können, dann müssen sie innerhalb von einer Woche wieder von selbst in der Kirche stehen. Und ihr könnt euch vorstellen, was passiert ist. Nach einer Woche lagen diese heiligen Bilder immer noch im Bachbett.
Und so sind die Elmer damals zur Reformation übergetreten. Jetzt kann man sagen, gut, es war noch keine Bekehrung im biblischen Sinn gewesen, das ist richtig. Und trotzdem haben die Elmer etwas Wesentliches erkannt. Und damit sind wir mitten in unserem Text, der von dem Fall der Götzen Babylons spricht. Obwohl sich der lebendige Gott seinem Volk Israel in einzigartiger Weise geoffenbart hat, standen sie immer wieder in der Gefahr, ihr Heil bei anderen Göttern und bei sichtbaren Götzen von anderen Völkern zu suchen. Und Israel verfiel immer wieder neu dem großen Irrtum, dass ihnen diese Götzen etwas geben können, die ja sichtbar sind, was ihnen der lebendige Gott nicht geben kann. Und Israel verarmte dadurch nicht nur selbst durch diesen Irrtum, sondern sie raubten Gott die Ehre. Sie lehnten sich damit gegen den lebendigen Gott auf. Und das zog immer früher oder später Gottes Gericht nach sich. Und dieses Schielen nach anderen Göttern, auch nach sichtbaren Götzen und der damit verbundene Abfall vom lebendigen Gott, das durchzieht die ganze Geschichte Israels. In Josua 24, nach der Landnahme, da sagt Gott seinem Volk in Vers 2 und 3, dass ihre Väter anderen Göttern gedient haben. Und da griff sich der lebendige Gott Abraham heraus. Wir müssen das deutlich sehen. Abraham, der Vater des Glaubens, der Stammvater Israels, er kommt aus einem götzendienerischen Hintergrund. Nicht aus einem frommen Hintergrund, sondern aus einem götzendienerischen Hintergrund. Dort rief ihn der Herr heraus, dort griff er ihn heraus. Dort berief er Abraham und, wir lesen das in 1. Mose 12, Abraham war gehorsam und 1. Mose 15, Abraham glaubte den Gott. Und dieser Glaube zeigte sich eben von Anfang an in 1. Mose 12 auch in seinem Gehorsam. Und dann lesen wir in Josua 24, selbes Kapitel, in Vers 14, dass die Israeliten schon in Ägypten anderen Göttern gedient haben. Wichtig, dass wir das sehen. Dieser Abfall zu anderen Göttern, der geschah nicht erst mit dem Tanz um das goldene Kalb in 2. Mose 32, sondern schon in Ägypten hat Israel anderen Göttern gedient, sagt uns die Bibel. Und das geht dann weiter, denken wir an das Buch der Richter, immer wieder dieses Wechselspiel zwischen Abfall, Götzendienst, wieder Umkehr zum lebendigen Gott. Es zieht sich durch die ganze Königsgeschichte. Salomo, das geteilte Königreich im Norden, nur noch Götzendienst in unterschiedlichen Schattierungen. Auch im Südreich, in der davidischen Verheißungslinie, immer wieder Abfall vom lebendigen Gott, Umkehr und wieder Abfall. Und damit kommen wir zum Propheten Jesaja selbst. Jesaja tat seinen Dienst unter verschiedenen Königen aus dem Haus David, das Südreich, das ich gerade erwähnt habe, die davidische Linie. Das lesen wir in Jesaja 1, Vers 1. Und zu diesen Königen gehörte auch davidischer König, der König Ahas. Und Ahas ließ einen Götzenaltar im Tempel des lebendigen Gottes aufrichten. Möglicherweise aus pragmatischen Gründen, wie wir das heute sagen würden, um seine politische Schutzmacht Assyrien nicht zu verbrennen. Aber das spielt keine Rolle. Ob das pragmatische Gründe sind, ob das andere Gründe sind, Götzendienst richtet sich immer gegen den lebendigen Gott selbst. Und Götzendienst ist immer die Folge davon, dass man seine Hilfe woanders sucht wie beim Herrn und sein Vertrauen auf andere setzt. Und Gott gab dem Propheten Jesaja aber auch einen Blick in die Zukunft, wann Babylon
Israel für seine Untreue richten wird. Babylon, Gerichtswerkzeug Gottes. Wann das Südreich in Gefangenschaft geführt wird. Und scheinbar würde dann das kommende babylonische Weltreich aus der Sicht Jesajas mit seinen Götzen den Sieg über den lebendigen Gott, über den Gott Israels davontragen. Und deshalb spricht Gott nicht nur davon, wie Israel und Jerusalem gerichtet werden für den Götzendienst auch durch Babylon, sondern wie er am Ende das Gerichtswerkzeug Babylon selbst für seinen Götzendienst richtet. Und damit verbunden werden diese scheinbar übermächtigen Götter Babylons dem Gericht Gottes verfallen. Wegen Israels Abtrünnigkeit zu den Götzen und der Überlegenheit der heidnischen Feindmächte, scheinbar auch ihrer Götter, haben wir jetzt in Jesaja 40 bis 48 immer wieder die Auseinandersetzung zwischen dem lebendigen Gott und den toten Götzen. Auch den toten Götzen der siegreichen Macht Babylon. Ob es Assyrien war, ob es Babylon war. Und damit verbunden auch, dass diese scheinbar übermächtige Götter am Ende selbst dem Gericht Gottes verfallen. Und so haben wir Jesaja 46, den unvergleichlichen Gott, den einzigartigen Gott, der den toten Göttern Babylons gegenübergestellt wird. Wir wollen jetzt dieses Kapitel in vier Schritten miteinander durchgehen. Das erste, was wir in diesem Kapitel finden, ein einzigartiger und unvergleichlicher Gott. Das zweite, ein Gott, der sein Volk hält und trägt. Das dritte, ein Gott, der alles weiß und alles lenkt. Und das vierte, ein Gott, der alles gibt und rettet. Zunächst der erste Schritt, ein einzigartiger und unvergleichlicher Gott. Eben dieses Kapitel beginnt für uns etwas seltsam mit Bel und Nebo. Das waren die beiden Hauptgötter Babylons, von denen gleich im ersten Vers die Rede ist. Bel ist ein anderer Name für den Götzen Marduk oder Merodach, der Schutzgott der als für uneinnehmbar geltenden Stadt Babylons. Und er galt als ein Kalb des Sonnengottes Utu. Und Nebu oder Nebu soll der Sohn des Bel oder des Merodach sein. Und er galt ebenfalls als ein Schutzgott von Babylon. Und ihm fühlten sich die babylonischen Könige ganz besonders verpflichtet. Und die Namen der Götzen Babylons schlugen sich dann eben in den Namen der babylonischen Könige nieder. Denken wir an den bekanntesten Nebukadnezar, das heißt Nebu, Nabu oder Nebu, schütze meine Grenzen. Also er trug den Namen dieses Gottes. Oder Belsazar, der letzte babylonische König. Sein Name bedeutet Bel oder Marduk, beschütze den König. Und jetzt lesen wir in Daniel 1, Vers 1 und 2, Jahrzehnte nach Jesaja, wie der Herr 605 vor Christus den judäischen König Joachims und ein Teil der Tempelgeräte aus Jerusalem in die Hände Nebukadnezars gab. Und Nebukadnezar brachte diese Tempelgeräte nach Babylon und er stellte sie als Siegestrophäen in das Haus seines Gottes Marduk oder auch Bel genannt. Das war die erste Wegführung Judas nach Babylon. Und knapp 20 Jahre später wurde Jerusalem und der Tempel durch Nebukadnezar zerstört. Und bei dieser dritten Wegführung wanderten noch weitere Tempelgeräte von Jerusalem nach Babylon in den Tempel von Bel als Siegestrophäe.
der babylonischen Götter, die scheinbar größer waren. Und das lag aus der Sicht Jesajas noch circa 110 bis 120 Jahre in der Zukunft. Scheinbar hatten die Götter Babylons, werden aus der Sicht Jesaja und dann geschichtlich, hatten die Götter Babylons sich stärker erwiesen als der Gott Israel. Und ohne dass etwas passierte, blieben die Tempelgeräte aus Jerusalem 65 Jahre lang im Götzenhaus des Baal als Siegestrophäe. Wie eben erwähnt, lesen wir aber in Daniel 1, 2, dass Gott diese Tempelgeräte in die Hände Nebukadnezars gab. Das war Gericht für den Ungehorsam seines Volkes. Und ganz wichtig, dass wir das sehen, Gott kann so etwas tun. Tempelgeräte in die Hände eines heidnischen Königs geben. Und das ist etwas völlig anderes als dieser charismatische Irrtum, dass Gott immer und überall und sofort seine Macht demonstrieren müsste. Und am besten dann noch, wie wir uns das wünschen und wie wir das gerne hätten. Das muss Gott nicht. Der lebendige Gott ist so groß, dass er an bestimmten Stellen auf seine Macht verzichten kann. Die Tempelgeräte wurden weggebracht. Für 65 Jahre im Götzentempel. Es gibt noch andere Stellen in der Bibel. Er kann auf seine Macht verzichten. Und trotzdem ist er der Allmächtige. Und trotzdem entgleitet ihm nichts. Auch dann, wenn er äußerlich ohnmächtig erscheint. Und jetzt gehen wir in unser persönliches Leben. Wir dürfen immer um sein Eingreifen beten. Wenn wir von großen Nöten umgeben sind, die ganz verschieden sein können. Und der Herr kann auch eingreifen, wenn er möchte. Wir dürfen glaubensvoll beten. Aber manchmal kann der Herr auch Schwierigkeiten und schmerzhafte Lebensführungen auferlegt lassen und zeigt seine ganze Größe darin, dass er die Seinen trotzdem trägt und ans Ziel bringt, obwohl sich an den Umständen nichts verändert. Ich habe gesagt, 65 Jahre lang zog der Gott Israels scheinbar den Kürzeren gegen die übermächtig scheinenden Götter Babylons. Bis zu jeder denkwürdigen Nacht, von der wir in Daniel 5 lesen. Als mitten im Saufgelage des Königs Belsazars eine Handschrift mit dem Menetegel an der Wand erschien. Diesem göttlichen Gerichtsurteil über Babylon und über den König. Und zuvor hatte Belsazar ja noch im Suff die erbeuteten Tempelgeräte holen lassen, um mit seinen Großen und wörtlich mit seinen Huren daraus zu trinken und den lebendigen Gott zu lästern. Eine furchtbare Gotteslästerung. Und noch in derselben Nacht fiel Babylon und Belsazar. Eben Bel schütze den König war sein Name. Er wurde umgebracht in jener Nacht. Der persische König Kyros war der Adler in unserem Text in Vers 11 und der Mann, von dem wir gelesen haben, den Gott von Osten herbeirufen wird, um das auszuführen. Und Bel und Nebo gründen sich. Die scheinbar so übermächtigen Götter Babylons waren dadurch zu Boden gestürzt. Hinter unserem Text leuchtet hier die Einzigartigkeit Gottes auf. Als Jesaja wirkte, als er das niederschrieb, da war Babylon noch nicht einmal die unumstrittene Weltmacht. Damals waren noch die Assyrier obenauf. Und jetzt schreibt Jesaja über Ereignisse, die erst 160 Jahre stattfanden, als wenn sie schon geschehen sind. Und das ist die Einzigartigkeit Gottes. Ich komme noch nachher darauf zurück. Das ganze Kapitel zeigt uns, wie hilflos und starr
Die Götzenbilder sind trotz aller Finsternismächte, die sich dahinter verbergen. Und in Vers 5 sagt der Herr deshalb, mit wem wollt ihr mich vergleichen? Wem wollt ihr mich nachbilden? Und da klingt jetzt nicht nur das Bilderverbot aus dem zweiten Gebot an, du sollst ja kein Bildnis machen. Es geht darum, dass wir Gott letztendlich nicht in einen Rahmen zwingen können. Wir können Gott letztendlich nicht in ein festes Gottesbild hineinmanövrieren. Natürlich haben viele Menschen ein verkehrtes Gottesbild. Und ein Bild ist immer etwas Festes. Wir wissen, ein Bild ist nur ein Ausschnitt. Ein Bild hat immer einen Rahmen oder oft einen Rahmen, auch wenn es keinen Rahmen hat, ist nur ein Ausschnitt. Ein Bild ist immer etwas Begrenztes. Und wenn jemand ein verkehrtes Gottesbild hat, dann geht es nicht darum, das Gottesbild A gegen das Gottesbild B oder C auszuwechseln, sondern dann geht es darum, dass wir wachsen in der Erkenntnis des einzigartigen und unvergleichlichen Gottes, wie wir ihn in der Bibel finden und den wir niemals ganz verstehen und ganz begreifen können. Und dessen Gedanken für uns nicht immer nachvollbar sind. Denken wir an das Ende von Römer 11, Gottes Wegführungen mit Israel. Wer ist sein Ratgeber gewesen? Wer kann seine Gedanken nachvollziehen? Aber dieser große, einzigartige Gott, der heilig und vollkommen ist in seinem Handeln, der absolut treu und gnädig ist. Obwohl ich manche Stücke von Karl Barths Theologie nicht teilen kann, was ich jetzt sage, ist keine Empfehlung für Karl Barth, versteht mich bitte richtig, hat er doch diese Einzigartigkeit Gottes so ausgedrückt. Er sprach von Gott als dem ganz anderen. Und was für ein Vorrecht, dass wir zu dem unvergleichlichen, einzigartigen, unbegreiflichen Gott durch den Herrn Jesus, Abba, lieber Vater, sagen dürfen. Das leuchtet einem da noch einmal ganz anders auf. In Vers 6 und 7 macht der Herr nun deutlich, wie die scheinbar so mächtigen Götzen Babylons gemacht werden. Ich kann mich noch erinnern, bin in Bad Liebenzell aufgewachsen, war ja auch noch ländliche Gegend um Liebenzell herum gewesen. Und früher, da gab es immer das Konkurrenzdenken, das gab es auch heute noch unter Landwirten, unter Bauern, dass man den besseren Traktor hat wie der andere. Das war da gewesen. Dann war immer, welche Marke ist besser, da gab es dann verschiedene Sprüche. Damals gab es noch viel Hanomag-Traktoren, die gibt es inzwischen nicht mehr. Und wenn dann einer eine andere Marke gefahren hat, ich nenne jetzt den Namen nicht, dann hat man den Hanomag oft so runterlaufen lassen. Und da gab es damals einen Spruch, der hat sich mir eingeprägt, so Hanomag war nichts, ein Kilo Blech, ein Kilo Lack, fertig ist der Hanomag. Das war der Spruch von den anderen gewesen, so den Hanomag etwas herunterzusetzen. Versteht ihr? Und jetzt gehen wir zu unserem Text. Jetzt geht es nicht um den Hanomag, es geht um Götzen. Aber was steht da? Etwas Gold auf die Waage, etwas Silber dazu, ein gut bezahlter Kunstschmied und fertig ist der Gott, vor dem sie niederfallen und den sie anbeten. Und wir lesen weiter. Sie fallen nicht nur nieder und beten ihn nicht nur an, sondern sie müssen ihn sogar herumtragen. Mit anderen Worten, er kann sich nicht von der Stelle rühren. Und deshalb muss man hingehen, man muss zu ihm schreien, ohne dass er eine Antwort gibt. Und daran sollen die abtrünnigen Männer in Gottes Volk denken und das sollen sich die Übertreter zu Herzen nehmen, dass er von früher her, von Urzeit her, allein Gott ist, der lebendige, unsichtbare Gott. Und da klingt die ganze Geschichte Israels an, von früher, von Urzeit her. Gott hat sich seinem Volk geoffenbart. Denken wir von früher her, 1. Mose 16, die schwangere Hagar, als sie vor ihrer Herrin Sarah flieh, die sie gedemütigt hat. Und als sich der Herr ihr offenbart, und dann bekennt Hagar in ihrer Not,
ein Gott, der mich sieht. Und ihren Sohn soll sie Ismael nennen, ein Gott, der hört. Ein Gott, der mich sieht, ein Gott, der mich hört. Was für ein Unterschied zu diesen toten Götzen. Und dann machen wir einen Sprung. Zweiter Buch Mose, Israels Knechtschaft in Ägypten. Und wir lesen, wie der Herr, wie das Geschrei vor sie gekommen ist. Wie der Herr das Geschrei gehört hat. Wir können sagen, ein Gott, der sich herabbeugt, der Anteil nimmt, dem nichts gleichgültig ist. Einfach der einzigartige, unvergleichliche Gott. Was für ein Gegensatz zu den toten Götzen Babylons in Vers 6 und 7. Und dafür möchte uns die Bibel die Augen öffnen und nicht für einen Gott, der ein Erfüllungsgehilfe unserer Vorstellungen ist und die wir gemacht haben und unserer Wünsche. Natürlich dürfen wir ihm unsere Wünsche sagen. Aber nicht ein Gott, der halt das tun muss, was wir gerne hätten, sondern ein einzigartiger Gott und nicht ein selbstgemachtes Götzenbild. Und damit kommen wir zum Zweiten, ein Gott, der sein Volk hält und trägt. Wie wir gesehen haben, steht in Vers 7, die Götzenbilder an ihrem Ort, sie können sich nicht bewegen. Und in Vers 1 und 2 wird uns auch sehr eindrücklich der Zustand der scheinbar übermächtigen Götter Babylons aufgezeigt. Es geht nicht nur um ihren Zusammenbruch bei der Eroberung von Babylon, der schwingt auch mit. Jesaja beschreibt, wie diese Götzenbilder bei ihren Prozessionen den Tieren als Last aufgeladen wurden. Diese scheinbar übermächtigen Götter mussten vom Vieh getragen und geschleppt werden, damit das Volk sie bei den Prozessionen bewundern und verehren konnte. Und diese angeblichen Götter waren nicht imstande, sich selbst zu bewegen. Und als dann Kyros die Stadt eroberte, wurden wahrscheinlich die Götzenbilder den Eseln und Kamelen aufgeladen, um sie in Sicherheit zu bringen vor den Eroberern. Und das konnte nichts daran ändern, dass sie den medopersischen Eroberern in die Hände fielen und die Tiere unter der Last dieser Götzen ermüdeten und zusammenbrachen. Das soll Israel unbedingt ins Nachdenken bringen, wo sie ständig in der Gefahr waren, anderen Göttern nachzulaufen. Auch Babylon mit seinem Stolz auf seine unbesiegbaren Götter konnte das nur beschämen, was hier der Prophet Jesaja voraussagt. Jetzt leuchtet auf diesem Hintergrund die Einzigartigkeit Gottes umso heller auf. Das Haus Jakob und der Überrest Israels sollen deshalb auf ihn hören. Während die Götzen den Tieren aufgeladen werden, und jetzt kommt eine ganz große Umkehrung in unserem Text, hat Gott sich sein Volk von Anfang an aufgeladen und trägt es. Nicht Gott ist für sein Volk eine Last, sondern das Volk ist für Gott eine Last. Nicht er hat seinem Volk Mühe und Arbeit bereitet. Es ist genau umgekehrt. Und wir haben das in der Schriftlesung gehört, Jesaja 43 ab Vers 22. Und doch hast du, Jakob, nicht mich angerufen, noch hast du dich um mich bemüht, Israel. Du hast mir deine Brandopfer nicht dargebracht und mich nicht mit deinen Schlachtopfern geehrt. Ich habe dir nicht zu schaffen gemacht mit Speisopfern, ich habe dich mit Weihrauchspenden nicht ermüdet. Du hast mir nicht Gewürzrohr um Geld gekauft und mit dem Fett einer Schlachtopfer mich gedrängt, aber du hast mir zu schaffen gemacht mit deinen Sünden und mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Nicht Gott muss getragen werden, sondern er trägt die Seinen. So unvergleichlich und einzigartig ist er. Wir haben einen Dreiklang in den Psalmen, Psalm 105, Psalm 106, Psalm 107. Psalm 105 ist ein Dankgebet für das, was der Herr an Israel getan hat, Wüstenwanderung.
Dann kommt Psalm 106 und wir sehen die andere Seite. Psalm 106, das Versagen und die Schuld des Volkes, trotz allem, was der Herr für sie getan hat. Und dann kommt noch Psalm 107, der Lobpreis der Erlösten. Aber Psalm 105, Psalm 106, das ist jetzt der Punkt. Psalm 106, Versagen und Schuld, trotzdem trägt und hält der Herr sein Volk. Und das wird uns in Vers 3 und 4 in Jesaja 46 noch eindrücklich gezeigt. Von Mutterleib an, von der Entstehung an, nahm Gott sein Volk auf die Arme, wie ein Vater ein neugeborenes Kindlein. Und ihr wisst, ein Säugling ist im vollständigen Zustand der Hilflosigkeit. Ist ganz auf Tragen, Pflege und so weiter, auf alles angewiesen. Er nahm sie damals auf die Arme und er trägt sie bis ins Greisenalter. Und auch das Greisenalter kann wieder ein Zustand völliger Hilflosigkeit sein, wo man auf die Hilfe der anderen angewiesen ist. Baby, Greise, beide sind hilfsbedürftig. Die eigenen Fähigkeiten, Kräfte lassen nach. Aber was für ein gewaltiges Bild. Wir Menschen können völlig hilflos, hilfsbedürftig werden. Und der lebendige Gott trägt und hält die Seinen. Und da klingt etwas an von dem, was wir in Johannes 10 lesen. Mein Vater ist größer als alles und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Und niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Er ist größer als alles. Es ist also ein zweifaches Halten und Tragen, von dem hier Jesaja spricht. Einmal, indem der Herr durchträgt durch schwere Lebensführungen, bei denen sich manchmal auch die Umstände nicht verändern. Immer wieder Kraft schenkt und festhält in allen Zweifeln und Anfechtungen. Aber zum anderen auch, dass er hält und festhält, wo die Seinen in der Gefahr sind, zu straucheln und von ihm weggerissen zu werden. Auch halten im Sinn von Bewahrung. Und weil der lebendige Gott in einzigartiger Weise hält und trägt, der Herr Jesus die Seinen nicht verlässt, verherrlicht er sich eben nicht nur dadurch, indem er Nöte, schwere Lebensführungen hinwegnimmt, sondern indem er durchträgt. Denken wir an Hiob, den Knecht Gottes, ein Knecht Gottes im Alten Testament. Durch alle schwere Lebensführungen hindurch, durch alle Anfechtungen und Zweifel und auch die Stellen, an denen Hiobs Glaube eingebrochen ist, wie es Benedikt Peters ausgedrückt hat, nicht abgebrochen, aber eingetrocknet ist, hat der Herr ihn festgehalten, nicht losgelassen, bis er mit seinem Knecht sein Ziel erreicht hatte. Machen wir einen großen Sprung zu Pfarrer Wilhelm Busch. Bekannt durch seinen Humor, durch seine schlagfertigen Predigten. Und was die wenigsten wissen, dass er immer wieder Zeiten brauchte, in denen er zur Ruhe kam. Und dass er nie über den Tod seiner beiden Söhne hinweggekommen ist. Er hatte ja auch Töchter und die hatte er lieb und hat sich gefreut. Aber nie über den Tod seiner beiden Söhne hinweggekommen. Der erste als Säugling gestorben, der zweite im Zweiten Weltkrieg. Er war Bluter gewesen, an der Ostfront verblutet. Ein feiner, gläubiger Mann. Und Pfarrer Wilhelm Busch wurde damit nicht fertig und dann ging er zu einem Freund in die Seelsorge. Er hat gesagt, ich komme mit dem nicht durch. Und dann hat er ja ihm gesagt, Wilhelm, wenn du nicht drüber kommst, musst du drunter bleiben. Und das hat Wilhelm Busch ab diesem Augenblick befolgt. Und dann hat Wilhelm Busch in Bezug auf sein eigenes Leben gesagt, Gott baut sein Reich mit zerbrochenen Stäben. Karl Bernhard Grafe, einer der Herrenhuter Liederdichter, hat es so schön in dem Lied zusammengefasst. Stark ist meines Jesu Hand und er wird mich ewig fassen. Hat zu viel an mich gewandt, um mich wieder loszulassen. Mein Erbarmer lässt mich nicht.
Das ist meine Zuversicht. Wenn man in jungen Jahren zum Glauben kommt, dann ist man oft noch am Anfang der Nachfolge sehr überzeugt von seiner eigenen Hingabe, von dem, was man für den Herrn tun möchte, für seine frommen Willenskraft und allem, was damit zusammenhängt. Und über all die Jahrzehnte der Nachfolge wird einem dann zunehmend bewusst, dass es nicht meine Willenskraft ist, meine Hingabe, was ich tue, wir wollen alles tun, sondern dass es der Herr ist, der einem hält, der einem trägt und der einem nicht loslässt. Und was für ein Vorrecht, dass wir in diesem Wissen zurückschauen dürfen, aber auch vorausschauen dürfen. In dieser dunklen, ungewissen Zeit, wenn wir es mal auf die Weltsituation beziehen, der Herr Jesus verlässt die Seinen nicht ganz gleich, was kommt. Und er hat versprochen, sie durch alles hindurchzutragen. Das ist übrigens der einzige Grund, warum Gott am Ende mit Israel zum Ziel kommt. Wir beten für Israel, wir stehen an der Seite Israels. Der einzige Grund, dass er mit seinem Volk zum Ziel kommt, nicht weil sie so begabt sind, natürlich haben sie Fähigkeiten, nicht weil sie so gut sind und alles im Griff hätten oder sonst irgendetwas, sondern weil er sie durch alle Stürme, durch alles Versagen hindurchträgt, bis er am Ende sein Ziel erreicht hat, auch durch alle Gerichte. Das heißt jetzt nicht, dass jeder Israelit automatisch gerettet ist. Das ist nicht mein Thema. Aber er kommt mit Israel am Ende zum Ziel. Und damit kommen wir zum Dritten, ein Gott, der alles weiß und lenkt. Immer wieder fordert Gott sein Volk auf, daran zu denken, wie unvergleichlich er ist im Verhältnis oder gegenüber den Götzen. Kann nicht mal Verhältnis sagen, sondern gegenüber den Götzen. Und im Zusammenhang mit dem Früheren und der Urzeit in Vers 9 erwähnt er im Rückblick das Handeln Gottes in der Geschichte Israels. Es geht aber um noch etwas. Das, was Gott vor langer Zeit verkündigt hat, wird er kommen lassen. Und ich habe es gesagt, die Eroberung Babels, der Fall der Götzen, kam in jener Nacht für den König Belsazar und die Seinen völlig überraschend. Babylon galt als uneinnehmbar. Sie hielten sich für unbesiegbar, haben deshalb eine rauschende Party gefeiert für ihre Götter, den Gott der Bibel gelästert. Und in derselben Nacht kam der völlige Zusammenbruch. Was für ein Desaster für die scheinbar so überlegenen Götter Babylons, die den Eroberern hilflos in die Hände fielen. Der lebendige Gott verkündigt dagegen von Anfang an, was kommen soll und noch nicht geschehen ist. Das heißt, es gibt keine Überraschungen für ihn. Nichts, das er nicht weiß. Niemals muss der lebendige Gott sich korrigieren. Im Gegensatz zu den ganzen westlichen Staatsoberhäuptern im Februar 2020, als es wochenlang hieß, ja, die Ukraine wird nicht angegriffen, da spielen nur die Muskeln. Und dann kam jener Tag, wo viele ihre Vorhersagen korrigieren mussten. Oder denken wir an den 7. Oktober in Israel, dieses furchtbare Leid, das völlig überraschend hereingebrochen ist, mit dem selbst die israelischen Sicherheitsdienste nicht gerechnet haben. Den lebendigen Gott kann nichts überraschen. Unser Text zeigt uns diese Einzigartigkeit, dass er längst alles im Voraus weiß und nie überrascht wird. Es geht ja um den Fall Babylons und seine Götzen. Und wie gesagt, das schreibt Jesaja 160 Jahre im Voraus, wie wenn es bereits passiert wäre. Ich habe erwähnt, dass der Adler und der Mann in Vers 11 der persische König Kyros ist. Und Jesaja 44, Vers 28 und 45, 1 wird er nicht nur als ein Adler oder Mann bezeichnet, sondern tatsächlich namentlich Kyros genannt. Und das, obwohl Kyros erst rund 100 Jahre später geboren wurde.
und das medopersische Weltreich so noch gar nicht existierte. Babylon mit seinen Götzen wurde von dem allen überrascht. Der lebendige Gott sagt und weiß dagegen von Urzeit her, was kommen wird. Nichts entzieht sich seiner Allwissenheit. Auch in unserem Leben kann es zu völlig für uns überraschenden, schmerzhaften, leidvollen, unvorhersehbaren Einschnitten und Entwicklungen kommen, die wir nicht gesehen haben, die wir uns nicht gewünscht haben, mit denen wir niemals gerechnet haben. Und da bleiben dann oft in der Nachfolge Jesu auch viele Fragen offen und sind Tränen damit verbunden. Und auch wenn wir selbst damit nicht klarkommen, keine Antwort haben, warum das so war, dürfen wir doch wissen, unser Herr hat das nicht überrascht. Er hat das gewusst, er hat das gekannt. Das ist seine Einzigartigkeit. Und in allen Tränen und allem Schmerz dürfen wir immer wieder darin Zuflucht suchen. Nun, Gottes ewige Allwissenheit ist das eine, aber Vorherwissen ohne Allmacht ist Ohnmacht. Ich sage diesen Satz noch einmal. Vorherwissen ohne Allmacht ist Ohnmacht. Ich mache es euch jetzt an einem Beispiel ganz deutlich, das sind bald 30 Jahre her. Ich stand in St. Gallen, St. Fieden auf einer Fußgängerbrücke vor mir oder war dort unterwegs vor mir, der Mikro unten, Parkplätze auf beide Seiten der Straße. Die Autos haben nach hinten einparkiert, also zur Straße hin mit ihrem Rücken. Und dann sah ich, wie aus zwei gegenüberliegenden Parklücken rückwärts zwei Fahrzeuge gleichzeitig auf die Straße stießen. Beide haben stark beschleunigt. Und die Fahrer hatten wohl nach links und nach rechts geschaut oder nicht nach hinten. Aber wisst ihr, ich wusste, was gleich passieren würde. Und genauso ist es gekommen. Beide haben beschleunigt und in der Straße hat es Batsch gemacht, richtig fest, in der Mitte der Straße. Versteht ihr, ich habe vorausgesehen, was passieren wird. Aber ich konnte nichts machen. Allwissenheit ohne Allmacht, ich bin nicht allwissend, ihr versteht es schon richtig, aber Allwissenheit ohne Allmacht ist Ohnmacht, wenn man Dinge so kommen sieht und kann nichts dagegen machen. Gottes Einzigartigkeit ist jetzt aber nicht nur sein Vorherwissen und Allwissen. In Vers 10 geht es weiter in unserem Text. Er weiß nicht nur, was kommt, sondern er lässt es kommen. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich tun und vollbringen. Er lässt Kyros, ebenfalls einen heidnischen König, über Babylon kommen. Er richtet dadurch Babylon. Er ist ein Gott, der souverän handelt und alles lenkt. Und deshalb wird in Vers 11 noch einmal ausdrücklich betont, der Unterschied zu den Götzen. Ja, ich habe es gesagt, ich führe es auch herbei, ich habe es geplant und ich vollbringe es auch. Gott lässt nicht zu, sondern er handelt souverän bei der Eroberung Babylons durch Kyros. Und das finden wir übrigens auch beim Propheten Habakuk. Habakuk dachte ja zuerst, warum greift der Herr nicht ein, die Sünde in Juda und alles. Und dann zeigt ihm der Herr, wie er eingreift, und das war der nächste Schock für Habakuk gewesen. Tiefsitzender Schock, kann ein heiliger Gott sowas tun? Habakuk 1, Vers 6 kommt die Antwort Gottes. Denn siehe, ich erwecke die Chaldäer, ein bitterböses und ungestümes Volk, das die Weiden der Erde durchzieht, um Wohnsitze zu erobern, die ihm nicht gehören. Und dann kommen noch mehr bei Habakuk, Kennzeichen einer völlig gottlosen Macht im Zusammenhang mit den Chaldäern. Und verstehen wir das richtig? Ich habe gesagt, wir können Gott nicht in ein System einfangen. Damit ist das Böse, das die Chaldäer Juda angetan haben, später das die Perser taten, niemals entschuldigt. Ob es die Chaldäer waren, ob es die Perser waren, sie verfielen alle dem Gericht Gottes. Und das lesen wir ja auch in unserem Text und noch im nächsten Jesaja-Kapitel. Aber der lebendige Gott ist so einzigartig und groß, dass er nicht nur alles weiß,
sondern auch immer über allem seine Pläne und Ziele verfolgt. Und selbst das, was gegen ihn gerichtet ist, muss am Ende dazu dienen, dass sein Wille zur Ausführung kommt. Und verstehen wir das richtig? Damit ist das Böse und Widergöttliche nie entschuldigt. Es wird gerichtet. Aber er ist so groß, dass selbst das dazu dienen muss, dass er zu seinem Ziel kommt. Und ihr seht, da fliegen die Rahmenteile von unserem Denksystem. Der einzigartige Gott. Am Ende wird unter dem Antichristen der letzte Generalaufstand gegen den lebendigen Gott stattfinden. Und zu was dient er? Dass die sichtbare Wiederkunft Jesu ausgelöst wird. So groß ist unser Herr. Selbst im Buch der Offenbarung ist Gott am Ende immer der Handelnde, der das Heft nie aus der Hand gibt, trotz aller Finsternis. Und was für eine Ermutigung ist es für uns heute, in dieser Zeit mit ihren ganzen dunklen Entwicklungen. Er weiß alles. Er handelt über allem, durch alles, auch wenn es für uns sehr notvoll und beschwerlich werden kann. Und das gilt genauso fürs persönliche Leben. Manche Lebensführungen können wir nicht erklären. Machen wir nicht den Fehler von Hiobs Freunden, die wüssten, an was es liegt in seinem Leben, dass es ihm so dreckig ging. Manche Lebensführungen können wir nicht erklären. Schwere Lebensführungen in der Nachfolge Jesu können Narben hinterlassen. Und das Böse, das uns andere Menschen möglicherweise zufügen, ist trotzdem böse. Aber was hier in Jesaja 46 steht, das klingt in anderer Weise in Römer 8, Vers 28 an. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle guten und angenehmen Dinge zum Guten mitwirken müssen. Ja, ihr seid noch wach, ich habe es gemerkt an der Reaktion. Alle Dinge zum Guten mitwirken müssen. Der lebendige Gott und unser Herr Jesus sind einzigartig. Sie sind nicht nur allwissend, sondern sie handeln und lenken über allem souverän. Wenn wir dann mal vor ihm stehen, dann werden wir sagen, so war das und so war das. In einem völlig anderen Licht. Der letzte Punkt, ein Gott, der alles gibt und rettet. Israel große Gefahr war es, den lebendigen und einzigartigen Gott zu verlassen, den Götzen anzuhängen. Und jetzt fordert Gott in Vers 12 zum zweiten Mal sein Volk auf zum Hören. Das erste Mal haben wir es in Vers 3. Israel war stolz und verstockt, sagt der Herr, fernab der Gerechtigkeit Gottes. Sie zweifelten an seiner Gerechtigkeit. Sie zweifelten daran, dass er einzigartig ist, dass er unvergleichlich ist. Der einzigartige, unvergleichliche und treue Gott handelt nun in seiner Gerechtigkeit. Und was macht er? Er gibt Zion, Jerusalem Rettung. Im zweiten Teil von Vers 13 haben wir wieder dieses göttliche Ich will. Der Herr will Rettung geben und seine Herrlichkeit für Israel. Wenn wir Vers 13 lesen, hat das keinen Grund auf der Seite Israels. Sie sind stolz, sie sind fern der Gerechtigkeit Gottes. Er ist dagegen der Gott, der alles gibt und rettet. Und in diesem Vers geht es um die zukünftige Herrlichkeit Israels und Jerusalems nach der Wiederkunft Jesu. Aber mit dem göttlichen Ich will klingt auch an, warum das so sein wird. Auf der Seite Israels kein Grund, sondern es ist Gott, der seine Verheißung wahrmacht. Auf der Seite Israels stolze Herzen fern der Gerechtigkeit. Ich habe das erwähnt, Jesaja 43, 24. Du hast mir nicht Gewürzrohr um Geld gekauft und mit dem Fett einer Schlachtopfer mich nicht gedrängt, aber du hast mir zu schaffen gemacht mit deinen Sünden und mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Obwohl Israel Gottes Gericht verdient hat, gibt er ihnen Rettung, ein unvergleichlicher Gott. Und das lesen wir dann weiter in Jesaja 43. Ich tilge deine Sünden um meinetwillen und an deine Übertretungen um meinetwillen, denn an deine Sünden will ich nicht mehr gedenken. Gott selbst muss die Rettung vollbringen, niemand anders kann das tun. Jesaja 43, 11. Ich bin der Herr. Und außer mir
gibt es keinen Retter. Und damit sind wir bei Jesus, dem Retter. Wenn es um Rettung geht, Gerechtigkeit Gottes, geht es immer um Jesus. Wir haben gehört, wie Gott sagt, dass sein Volk ihm Mühe gemacht hat mit seinen Missetaten. Sie fragen nicht nach ihm, sie schweifen ab. Und da gibt Gott Rettung und vollbringt alles selbst. Er lässt seinen geliebten Sohn für die Missetat seines Volkes und für die Missetat von uns allen am Kreuz zerschlagen, Jesaja 53, die gerechte Strafe an ihm vollziehen. Er gibt alles, er gibt sich selbst in Christus für uns dahin. Nur so kann seiner Gerechtigkeit Genüge getan werden. Nur so kann es Rettung geben, die wir ein genauso stolzes Herz haben und fernab sind der Gerechtigkeit von Gott. Und Philipp Spida hat das so schön in der vierten Strophe des bekannten Liedes »Bei der Jesu will ich bleiben« zum Ausdruck gebracht. Wo ist solch ein Herz zu finden? Der, was Jesus tat, mir tut, mich erkauft von Tod und Sünden mit dem eigenen teuren Blut. Sollt ich dem nicht angehören, der sein Leben für mich gab, sollt ich ihm nicht Treue schwören, Treue bis in Tod und Grab. Ich habe euch Römer 8, 28 zitiert. In Römer 8, 32 lesen wir, er, der sogar seines eigenen Sohnes nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat, wie wird er uns in ihm nicht auch alles schenken? Und vorher sagt Paulus, dass Gott für uns ist. Warum ist Gott für uns? Nicht, weil wir so toll sind, weil er uns sympathisch findet, weil wir frömmer sind wie andere. Es ist das Gegenteil der Fall. Nicht deshalb, sondern weil er alles tut und die Rettung gibt, weil er uns in Christus alles geschenkt hat. Obwohl wir das nicht verdient haben. Und lass mich das mal ganz deutlich sagen. Ohne Jesus ist Gott gegen dich. Und die Bibel sagt uns, dass es schrecklich ist, am Ende in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Dass Gott auch mit Israel am Ende zu seinem Ziel kommt, hat seinen Grund allein darin, dass er in Jesus alles getan hat, seinem Volk Rettung gibt. Und deshalb lasst uns darum beten, dass der Herr bald kommt, dass er mit Israel zum Ziel kommt, seine Verheißungen wahrmacht nach dieser ganzen Geschichte von Blut und Tränen. Lasst uns danach beten, dass in der ganzen ausbreitenden Finsternis der Herr bald wiederkommt, damit sein Reich des Friedens und der Gerechtigkeit beginnt. Jetzt denkt dann einer vielleicht, ja, was ist mit meinen Angehörigen, die noch nicht gerettet sind? Bete darum, dass der Herr bald kommt und dass er zuvor noch alle rettet, für die ihr betet. Und dass er noch mehr Menschen rettet, aber dass er bald kommt. Ich habe euch am Anfang erzählt von der Reformation in Elm, wie sie auf die Idee kamen, die heiligen Bilder in den Bach zu werfen. Und sie kamen nicht zurück, die heiligen Bilder, wie sie übergetreten sind. Es waren die toten Götzen, die Israel immer wieder von seinem einzigartigen und unvergleichlichen Gott wegzogen. Auch die scheinbar so siegreichen Götter Babylons, Bel und Nebo, werden am Ende zu Boden gestürzt. Und demgegenüber stellt der lebendige Gott seine Einzigartigkeit. In unserem Text ist er der einzigartige und unvergleichliche Gott. Ein Gott, der sein Volk hält und trägt, ein Gott, der alles weiß und lenkt und ein Gott, der alles gibt. Und ich schließe mit einem Liedvers und Refrain von einem Lied, das wir Mitte der 80er Jahren oft gesungen haben. Es war damals neu, dieses Lied. Ich war damals in der theologischen Ausbildung gewesen, gell, und man hat sich so richtig auf den Dienst gefreut und dann, wenn wir in den Dienst losgelassen werden und so weiter und vorwärts. Und das ist ja nicht alles verkehrt. Und haben wir das Lied überzeugt gesungen und ich singe es heute auch noch überzeugt. Aber in all den Jahrzehnten hat sich doch vieles an der Einstellung verändert. Nicht ich will, ich kann, sondern es ist der Herr, der mich hält, der mich nicht loslässt und der mich ans Ziel bringt. Und dieses Lied heißt, Jesus, dir nach, weil du rufst, dir folgen, weil du bist, der du bist, einzigartig, unvergleichlich, dir folgen will ich, großer Herr.
einzigartig, unvergleichlich, dir will ich folgen, großer Herr. Und dann kommt's. Will alles nur von dir erwarten. Denn nur, was du gibst, ist auch gut für mich. Will nicht mehr an Wünsche klammern. Vertrauen will ich ganz auf dich. Wir stehen auf und beten miteinander. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass du, der einzigartig unvergleichliche Gott, dich uns geoffenbart hast. Durch den Herrn Jesus, deinen Sohn. Wir wollen dir danken, Herrn Jesus, dass wir dich sehen dürfen in deinem Wort, wie du bist. Und dass wir durch dich sehen dürfen, wie der Vater ist. Und du siehst unsere Zeit, wie sehr wir auch von unseren Wünschen, von unseren Vorstellungen oft überzeugt sind und geprägt werden. Mach uns zu Menschen, die immer mehr deine Einzigartigkeit erkennen. Herr, mach uns zu Menschen, die wissen, dass du mit den Deinen zum Ziel kommst. Ein Gott, der trägt, der hält, der durch alles hindurchträgt, auch da, wo Nöte, Anfechtungen und Zweifel sind. Und mach uns zu Menschen, denen das eine ganz groß wird. Der Gott, der alles gibt und der alles für unsere Rettung getan hat. Herr Jesus, hab Dank, dass du das würdige Lamm bist, das uns für den Vater erkauft hat. Und hab Dank, dass du auch mit Israel zu deinem Ziel kommen wirst. Und wir bitten dich, komme du bald. Amen.